Für mich ist Europa mehr als nur ein Wirtschaftsprojekt. Für mich geht es bei Europa um Frieden, um Sicherheit, Zukunft und Kultur. Für mich steht beim Projekt Europa der Mensch im Vordergrund. Ich möchte, dass wir Europäerinnen und Europäer uns gegenseitig als gleichwertig ansehen und solidarisch miteinander umgehen. Ja, das Leben von spanischen Jugendlichen geht mich genauso etwas an wie das von polnischen Rentnern. Mir ist die Beschaffenheit von Krankenhäusern in Griechenland genauso wichtig wie der Zustand von Hebammenstationen in Deutschland. Ich will, dass alle Europäerinnen und Europäer im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit und auch im Alter abgesichert sind. Wir brauchen Mindeststandards für Existenzsicherung, Krankheits- und Pflegeleistung. Dazu gehört im ersten Zug eine europäische Grundsicherung. Alle Europäerinnen und Europäer müssen von ihrer Arbeit leben können. Deswegen will ich einen europäischen Mindestlohn. Und wer ein Minimum setzt, muss auch über ein Maximum nachdenken. Ich finde, der Abstand der Gehälter der am schlechtesten und der am besten bezahlten Menschen innerhalb eines Unternehmens darf nicht zu groß sein. Mein Ziel ist echte Sozialpolitik. Ich will keine Initiative Neue soziale Marktwirtschaft bedienen, sondern ein Netz der finanziellen Absicherung spannen, damit wir uns sicher sein können, dass unsere Freundinnen und Freunde aus ganz Europa auch im Notfall versorgt sind und niemand sozial abrutscht. Das ist mir wichtig. Und deshalb trete ich am 26. Mai zur Europawahl an.